Eines Tages versammelten sich die Tiere, um einen König zu wählen. Der Löwe meldete sich als erster. »Liebe Freundinnen und Freunde, wenn ich das schon höre«, brüllte ein junges Zebra. »Freundinnen und Freunde, wir sind Beutetiere für dich, wobei du faule Sau nicht mal selber jagst. Das lässt du deine Olle erledigen. Also für mich, und ich denke, ich spreche im Namen aller Vegetarier, kommt nur ein König in Frage, der keine Untertanen frisst.« Zustimmendes Gemurmel war zu hören. Der Löwe wollte dem Zebra an die Gurgel, aber sofort stellten sich erstaunlich flink zwei Elefanten davor und trompeteten warnend. Das war der erste. Ich denke, die Ernährung sollte bei der Eignung für das Königsamt nur eine sehr untergeordnete Rolle spielen, meldete sich die Gepardin zu Wort. Wichtiger ist wohl die persönliche Lebensleistung. Ich bin alleinerziehende Mutter, habe aktuell 7 Kinder wie Frau von der Leyen, die ich 2 Jahre ernähren werde, also meine Kinder, nicht Frau von der Leyen. Und ich bin das schnellste Landtier der Erde. Ich renne 100 Stundenkilometer in der Spitze. Da lache ich doch, schrie der Falke. Ich komme im Sturzflug auf über 300 km/h und bin damit das schnellste Lebewesen überhaupt. Außerdem schwebe ich über den Dingen, habe alles im Blick, kann bei Bedarf jeden meiner Untertanen warnen. Entschuldigt mal, Leute, rief der ranghöchste Bonobo, ein immergaler Zwergschimpanse. Man sollte doch vielleicht mal überlegen, ob man von seinem König nicht was lernen kann. So in Richtung emotionale Intelligenz. Wir Bonobos kennen keinen Streit, weil wir jede Meinungsverschiedenheit mit Sex aus der Welt schaffen. Ficken für den Frieden. Sex wird eindeutig überbewertet, brüllte ein riesiger Gorilla und trommelte sich auf die gewaltige Brust. Ein König muss was hermachen, um das mal ganz klar zu sagen. Er muss repräsentieren, er muss was in der Birne haben. Ja, das würde ich auch sagen, wenn mein Dödel nur 5 cm lang wäre, sagte ein Elefantenbulle und schlenkerte übermütig sein halb ausgefahrenes Prachtstück herum. Donnerwetter, sagte ein rassiger Araberhengst. Ich habe immer gedacht, ich bin nicht schlecht bestückt, aber dagegen, sag mal, was hast du da, einen Meter? Etwa 1,50 voll ausgefahren. Damit habe ich letzte Woche 2 Ärzte K.O. geschlagen, die mir eine Spermaprobe entnehmen wollten. Also wenn das das Kriterium ist. Kann es nur einen König geben, rief die Wanderratte. Ich kann bis zu 500 Mal in 6 Stunden. Ja toll, und wann willst du dann deinen Job als König machen? Fragte der Elefantenbulle. Ihr Kleintiere, haltet jetzt mal alle die Klappe. Das machen wir Großen jetzt mal unter uns aus. Ich lasse bei einer Entleerung 30 Kilo fallen. Versteht ihr? 30 Kilo. Ich kann ein komplettes Rattenrudel zuschalten. Ja, so langsam kommen die interessanten Themen auf den Tisch, rief das Känguru. Klimaschutz. Wir haben die Welt nur von unseren Kindern geliehen. Unter Umweltgesichtspunkt kann es nur einen König geben, mich. Wieso das denn? Du hast nur einen Müllbeutel, du trennst also nicht. Wir Kängurus furzen methanfrei. Entschuldige, rief die Eule. Das heißt nur, dass du deine Furze nicht anzünden kannst.
Ansonsten wird Methan in der Atmosphäre zu Kohlenstoffdioxid oxidiert, trägt also zur globalen Erwärmung bei. Daraufhin ging das Känguru erstmal eine rauchen. Der Wolf meldete sich zu Wort. Ich möchte noch mal auf die Forderung des Zebras zurückkommen. Nicht wahr, dass der König seine Untertanen nicht fressen sollte? Nicht wahr? Also, eigentlich fressen Wölfe lieber Fisch als Fleisch, nicht wahr? Woher hast du diese Weisheit? Fragte der Bär. Das habe ich in einem Lexikon des unnützen Wissens gelesen. Ach, Wölfe fressen Fisch und können lesen. Das ist ja ganz was Neues. Den nimmt er als Angelköder wahrscheinlich einen Bücherwurm wahr. Alles lachte und der Wolf verzog sich in die letzte Reihe. So, Leute, wir haben jetzt allerlei Bewerbungen gehört. In meinen Augen läuft alles auf mich als König raus, rief die Giraffe. Ich bin Veganer, hab den besten Überblick, sehe hinreißend aus, kann mir die eigenen Ohren auslecken, kann, wenn es sein muss, einen Löwen tottreten und bin ein Genusstier. Gibt ja nichts Schlimmeres als Asketen in Führungspositionen. Die gönnen sich selbst keine Freude, allen anderen aber auch nicht. Ich dagegen genieße jeden saftigen Bissen Laub, wenn er so langsam Zentimeter für Zentimeter die Kehle runtergleitet. Oder wenn es so heiß ist wie jetzt, ein kühles Schlückchen Wasser, wie es Zentimeter für Zentimeter... Hast du eigentlich schon mal gekotzt? Würdigte den Bären keines Blickes. Giraffen sind mehrheitlich schwul oder bi, das heißt, wir müssen uns nicht in Paarungs- oder Revierkämpfen aufreiben, sondern können uns ganz unserer Bestimmung als König widmen. Oder als Königin, ätzte der Löwe. Ein Tritt der Giraffe ließ ihn verstummen und ab sofort nur noch über seine gebrochenen Rippen nachdenken. In diesem Moment tauchte ein Menschenpärchen auf. Nennen wir sie Hänsel und Gretel. Gretel sagte, wir haben die Diskussionen verfolgt und gehört, was die verschiedenen Tonanwärter so an Qualifikationen vorzuweisen haben. Da ist uns aufgefallen, dass niemand intellektuelle Fähigkeiten genannt hat. Ich zum Beispiel habe einen Bachelor in Kommunikationswissenschaften und der Hänsel hier hat nach seiner Banklehre BWL studiert. Es wurde unruhig im Saal. Rufe wie, Menschen raus, die Natur braucht keine Klugscheißer, hey Fleischfresser, schnappt sie euch, wurden laut. Hänsel und Gretel retteten sich in einen nahegelegenen Fluss, wo sie leichte Beute der Krokodile wurden, die sowieso schon angefressen waren, weil man sie nicht zur Königswahl eingeladen hatte. Dort hatte sich gerade der Koala-Bär zu Wort gemeldet und sagte, Freunde, was soll der ganze Scheiß? Wir sind alle grundverschieden und machen unser Ding. Ich würde mir doch von einem König nicht sagen lassen, dass ich weniger als 20 Stunden schlafen oder meine Ernährung von Eukalyptus auf Sauerampfer umstellen soll. Dieser Meinung schlossen sich alle an. Und deswegen gibt es bis heute keinen König der Tiere.